Ja, als ich mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung begonnen habe, habe ich angefangen mit NLP, mit einem Kommunikationsmodell aus Amerika. Und ich habe dann schnell festgestellt, das machen viele. Das Thema, du brauchst ja einen Markt, wo du dich etablierst, wo du dich positionierst. Und da habe ich schnell festgestellt, da sind schon zu viele unterwegs. Und dann mag ich mich mehr mit der Gegenwart und der Zukunft beschäftigen und weniger mit der Vergangenheit. Mit der Vergangenheit eigentlich nur insofern, was hatte ich da für Erfolgserlebnisse und für Glücksmomente, um mich daran wieder aufzubauen und um aus dem Versagen, aus Scheitern und Fehlern zu lernen. Und Mentaltraining, macht genau das möglich und andere Richtungen gehen doch auch sehr stark nochmal in die Vergangenheit und laden die Vergangenheit auf mit fehlenden Ressourcen und so weiter. Und das hat mich dann ja zum Mentaltraining gebracht. Du arbeitest ja auch sehr viel mit Sportlern. Ja. Was oder warum arbeiten Sportler sehr viel mit Mentaltraining? Ja, weil letztendlich im Wettkampf haben alle Prüfungsangst, Versagensangst, Lampenfieber, Nervosität. Es gibt Untersuchungen von den Olympischen Spielen, dass es wirklich alle betrifft. Und je nachdem, wie man damit umgehen kann, wird man eben erfolgreicher sein oder weniger erfolgreich. Und es gibt halt Sportarten wie zum Beispiel Golf, da ist das Mentale 90%. Und in anderen Sportarten ist es vielleicht 50%. Aber es ist halt oftmals das Zünglein an der Waage. Und weißt du, Mentaltraining umfasst ja einen Riesenbereich, umfasst ja auch zum Beispiel das Thema Beziehungen. Und der Sportler kann sich ja den Bundestrainer nicht aussuchen, im Gegensatz zum Angestellten im Unternehmen. Der kann theoretisch das Unternehmen wechseln. Das kann ich im Sport nicht, dann müsste ich das Land wechseln. Und da gibt es Beziehungsthemen, da gibt es Beziehungsthemen auch Richtung Sponsor, Richtung Presse, Medien und so weiter. Es ist ein Riesenbereich. Ich habe zum Beispiel heute noch zwei Sportler-Coachings. Da geht es sehr stark um das Thema eben Umfeld. Hat die Sportlerin ein positives Umfeld? Bringt sie gute Ergebnisse? Passt das Umfeld nicht so sehr? Dann, ja, dann leidet ihr Selbstvertrauen, dann gibt sie schneller auf. Und bei der anderen sind einfach auch die Trainingsbedingungen gerade nicht optimal und wir brauchen jetzt gerade eine gute Übergangslösung.